Es gibt mehrere paraplegische Superhelden. Chief, Oracle, Captain Marvel Jr. Einige wie Professor X sind Teilzeitparaplegiker, was für mich geschummelt ist. Du kannst deine Behinderung nicht ein- und ausschalten. Das ist die Quelle deiner Superkraft. Mit ihr zu leben, immer in einer Welt, die nicht dafür geschaffen ist. Ich bin SMI-Man, alles klar? Meine Superkraft sind meine Muskeln. Je schwächer sie werden, desto stärker werde ich. Was ist die tödliche Schwachstelle eines Superhelden? Die eigene Behinderung nicht kennen. Christoph Keller leidet an einer Muskelkrankheit, die spinale Muskelatrophie heißt und die bewirkt, dass er immer mehr die Kontrolle über die eigene Muskelkraft verliert. Er diagnostiziert die Krankheit als eine Kommunikationspanne zwischen Körper und Gehirn. Zugleich erkennt er in dieser Sprachstörung, wie er es nennt, auch eine doppelte Inspirationsquelle für sich als Autor und als Mensch. In Form einer Collage aus Erzählungen, Notizen, Gedichten und Zitaten erzählt der Autor aus seinem Leben in der Exklusion. Begleitende Fotos demonstrieren die Schwierigkeiten, die einem Rollstuhlfahrer noch immer täglich begegnen und seinen Bewegungsradius erheblich einschränken. Sehr persönlich und schonungslos direkt beschreibt Keller, was es heißt, am Morgen aufzustehen, auf die Toilette zu gehen oder mitsamt seinem Rollstuhl förmlich in ein Flugzeug verfrachtet zu werden. Jeder Krüppel ein Superheld ist gleichermaßen ein gesellschaftspolitischer Appell wie ein literarisches Experiment. Menschen mit Behinderung sind keine Opfer. Sie stehen in der Tradition der mythischen Helden von Ödipus bis Superman. Darauf weist Christoph Keller mit dem reißerisch anmutenden Buchtitel hin. Um ihren Alltag zu bewältigen, müssen Behinderte in unserer Gesellschaft, die auf Reibungslosigkeit getrimmt ist, über Superkräfte verfügen. Dazu zählen nebst Stärke auch Scharfsinn und Geduld, Humor und Ehrlichkeit. Letzteres ist die vielleicht markanteste Superkraft. Die eigene Behinderung anzuerkennen, macht erst stark, weiß der Autor aus eigener Erfahrung. Er hatte selbst schwer darum zu kämpfen, um mit der Krankheit einen Frieden zu schließen. Doch es geht ihm in seinem Buch nicht um eine Klage, vielmehr darum, das Thema der Behinderung im gesellschaftlichen Diskurs sichtbar zu machen. Es geht alle an und es kann alle betreffen. Mit seinem Buch gelingt es Christoph Keller, auf die massive strukturelle Diskriminierung aufmerksam zu machen, die Behinderte täglich erleben. Er tut es sehr persönlich und zugleich auf literarisch überzeugende Weise.